Jetzt noch eine generelle Sache. Auf dem Master haben wir hier tatsächlich relativ viele Plugins. Auch hier nochmal ein Wort generell zum Mastering. Es gibt verschiedene Philosophien, wie man mit diesem Masterbus umgeht. Die gängigste ist nach wie vor die aus dem Lehrbuch, bloß nichts auf den Masterbus drauf machen. Das hat sich aber tatsächlich mit der Zeit erledigt. Es gibt immer noch Leute, die auch so arbeiten, das ist auch vollkommen okay. Aber es ist genauso gut, okay, den Masterbus voll zu hauen bis zum geht nicht mehr. Ich kann beide Seiten verstehen. Also die, die erstmal sagen, du kaschierst damit deine Mixing-Schwächen. Ja? Das ist in dem Fall so, wenn man an den typischen Finalizer-Sound aus den 2000er Jahren irgendwie denkt, ziemlich schwer durchzublicken und die meisten haben einfach irgendwelche Presets genommen und haben damit dann halt gemixt. Und da ist tatsächlich das Problem, wenn du den ausstellst, ja, dann zerfällt dein Mix in die schlimmsten Einzelteile. Und wenn man dann so einen Track einem Mastering Engineer gibt, dann schlägt er die Hände über den Kopf zusammen, weil wenn du den ausmachst und es klingt alles anders, soll der jetzt halt irgendwie versuchen, mit seinen Tools seinen Sound da wieder herzuzaubern. Auf der anderen Seite hast du das so dynamisch schon gegen die Wand gefahren mit dem Finalizer, dass er mit diesem Finalizer auf dem Mix auch nichts mehr machen kann. Und dadurch kommt das eigentlich, dass man eben sagt, so huch, da musst du aber aufpassen. Ich habe aber festgestellt beim Mixen von ganz normalen Popsongs, dass wenn ich das rausgebe, ohne irgendeinem Limiter hinten drauf, dass das immer als schlechter wahrgenommen wird. Das ist ein ganz normaler menschlicher Vorgang. Du hörst etwas, was lauter ist und findest das automatisch besser. Und selbst wenn man das weiß, dass das so ist, geht es einem so. Und ich habe dann, wenn ich Mixe rausgeschickt habe, auch tatsächlich das Feedback bekommen, wenn jetzt der Künstler, sagen wir mal, seine Playlist hat und hört alles Mögliche, das ist gemastertes Zeug und zwischendrin meinen ungemasterten Mix, dann ist so, ja, du, ist nicht so geil wie alles andere irgendwie. Also habe ich angefangen, meine Mixe auch hinterher durch einen Limiter zu jagen, um das lauter zu machen und ungefähr genauso laut zu sein wie alles andere gemasterte. Dann habe ich aber festgestellt, wenn du das im Nachhinein machst, verschieben sich gerne mal ein paar Punkte im Mix. Ja? Vielleicht verwischt die Attack von der Snare, die klingt nicht mehr so, wie du dir das vorher vorgestellt hast. Die Balance ändert sich ein bisschen und dann greifst du wieder in den Mix ein, machst da was anders. Aber es ist alles irgendwie Quatsch, weil es ist so hin und her probieren. Dann habe ich angefangen, den Limiter einfach direkt auf den Masterbus schon im Mix zu setzen, weil dann kann ich ja darauf reagieren, was der Limiter macht. Dann habe ich auch durch die Arbeit in verschiedenen Studios festgestellt, Studios, die auch einen Hardware-Limiter dann hatten, arbeiten genauso. Ja, die arbeiten gegen den Limiter. Und von daher ist es ein ganz normaler Prozess. Genauso wie mit dem Summenkompressor, der ist ins SSL-Pult schon eingebaut, damit quasi essentieller Bestandteil des Mixes. Ja, gerade der SSL-Buskompressor, der ist halt berühmt für seinen Glue-Faktor. Das bedeutet, dass die einzelnen Spuren zusammengefügt werden zu einem Ganzen. Ja, da spricht man gerne davon, it sounds like a record. Ja, also du hast deine ganzen Spuren und plötzlich klingt es halt wie eine gekaufte Platte. Einfach nur durch diesen Buskompressor, der trägt da ganz, ganz viel zu bei. Der ist natürlich damit essentieller Bestandteil des Mixes und wird auch schon beim Mixing verwendet und nicht erst hinterher angemacht. Man mixt in diesen Kompressor rein. Deshalb habe ich mir eben auch angewöhnt, meistens zu Beginn in einen Summenkompressor reinzuarbeiten. In diesem Fall ist es ein Fairchild-mäßiger von Stephen Slade. Das ist eigentlich völlig egal. Da muss man einfach ein bisschen rumspielen und für sich so sein Tool finden. Dann ist es bei mir auch immer gefolgt von einem Pultec EQ, in diesem Fall als Pultec aus dem Waves Bundle. Das ist ein Trick, den habe ich mir von dem Moritz Enders abgeguckt, Mixing Engineer hier aus Deutschland, auch Produzent, der das tatsächlich als Hardware in seinem Mixbus drin hat. Der Pultec EQ ist dafür bekannt, dass er sogar schon Sound macht, wenn man gar nichts damit macht. Das ist auch tatsächlich so, aber also es kriegt einfach ein ganz bisschen mehr Fülle. Und er hat aber meistens so eine Einstellung, dass er einfach so ein ganz bisschen boostet bei 60 Hertz und bei 16 Kilohertz, also die klassische Badewanne, ja, der Happy Face EQ von der heimischen Stereoanlage.
Und in diesem Fall, jetzt habe ich es ja verstellt, habe ich es hier, glaube ich, sogar noch ein bisschen stärker gemacht. Gerade die Streicher, die können hier einen schönen hohen Höhenglanz vertragen. Das passte hier ganz gut. Dann habe ich auch auf der Kette immer mein Super-Tool, den Brainworks BX1 hier in der Version V3. Das ist ein Mastering-Kompressor, ein Mastering-EQ, der viele Sachen zusätzlich aber anbietet. Neben dem EQ, den man meistens in so homöopathischen Einstellungen hier verwendet. Ich habe hier zum Beispiel noch 1 dB hier mit einem Shelving-EQ dazugegeben in den Höhen. Ja? Und zwar sogar hier bei 12 kHz. Ich könnte den sogar hochdrehen bis in den 30 kHz Bereich, also einen Bereich, den man eigentlich nicht mehr wahrnimmt. Aber dadurch, dass man in diesem Bereich hochdreht, beeinflusst das auch niedriger liegende Frequenzen und man hat dann einfach so einen ganz kleinen silbrigen Boost noch oben drauf, der ganz gut funktioniert. Dazu gibt es hier noch den Bass-Shift-Regler. Wenn ich den hier aufdrehe, sieht man, dass eben nicht nur Bässe angehoben werden, sondern gleichzeitig hier auch Frequenzen abgesenkt werden. Das sorgt für einen sehr ausgewogenen, schönen, runden Bass-Sound. Man kann auch die Frequenz nicht verstellen. Ich kann einfach nur sagen, mehr oder weniger. Und da gebe ich dann gerne einfach so einen ganz, ganz leichten Boost mit dazu. Dann gibt es hier drin den Monomaker. Der spielt jetzt in diesem Fall gar nicht so eine große Rolle. Das bedeutet, dass Frequenzen unterhalb der eingestellten Frequenz in Mono abgespielt werden und alles darüber in Stereo. Ich habe mal auf YouTube eine Masterclass mit David Guetta gesehen und der hatte auch den Monomaker am Start. Ich weiß nicht, ob auch in diesem Plugin oder ob es was anderes war. Und er hat ihn auf eine Trennfrequenz von 175 Hertz gestellt, also sehr, sehr hoch. Und er fand das halt für Clubmusik total geil. Da hast du nämlich einfach deine knochentrockene Kick-Mono in der Mitte, genauso wie den Bass. Und alles darüber wird dann erst aufs Stereofeld verteilt. Damit kann man sehr gut aufräumen, gerade wenn man so schwimmende Sequencer-Sounds und so weiter hat. Und seitdem ich das eben gesehen habe, seitdem bin ich damit auch viel mutiger und probiere das einfach mal aus, wie hoch kann ich den ziehen. Und zu guter Letzt gibt es hier eine Stereo-Verbreiterung. Das Signal wird intern in ein Mitte- und Seitensignal aufgesplittet und es wird einfach das Seitensignal lauter gemacht. Dadurch wirkt der ganze Mix breiter und das ist eine sehr natürliche Art der Stereo-Verbreiterung, weil ich nicht mit irgendwelchen Phasenspielereien hier hantiere, sondern es wird einfach nur, werden die Seiten lauter gemacht. Deswegen kann ich den relativ weit fahren, ohne dass es halt irgendwie merkwürdig klingt. Da bin ich meistens hier so in einem Bereich von 120, 124 Prozent. Funktioniert also jetzt nicht nur auf Filmmusik, sondern das ist mein Schweizer Taschenmesser. Das ist einfach immer im Masterbus. Und jetzt habe ich noch einen Tipp gerade für die Filmmusik. Neben diesem kleinen Höhenglanz, der immer gut funktioniert, könnte man auch auf Strings übrigens auch Distortion tatsächlich packen. Ja? Verzerrung erzeugt Obertöne, die als ja, nicht unbedingt kaputt wahrgenommen werden, sondern eben als eine zusätzliche Komponente in den Höhen. Wenn man sowas ganz dezent auf Streicher und so weiter dazu fährt, vielleicht auch parallel sogar, dann kann man den auch noch eben einen schönen Extra-Glanz verpassen und man hat mehr das Gefühl, diese Library, also dass man wirklich so das Bogengeräusch, dieses Seitengeräusch des Bogens auf der Seite hört. Und hier auf der Summe habe ich tatsächlich einen kompletten Hall, über 4 Sekunden und ziemlich weit reingedreht mit dem Mix Dry-Wet-Regler hier, knapp 40%. Der sorgt einfach nochmal dafür, dass wirklich einfach das komplette Orchester als solches in einen Raum getaucht wird. Ich kann das ja mal etwas verstärkt hier darstellen. Jetzt habe ich nur noch den Hallanteil. Jetzt fahre ich wieder was dazu. We'll be right back.
habe dadurch mehr das Gefühl, dass ich als Zuschauer eigentlich hier sitze und da vorne ist im Raum dieses komplette Filmorchester. Macht sich also hier ganz gut. Würde ich jetzt in Popmusik aber nicht unbedingt machen. Dann als Abschluss ist ja noch der Precision Maximizer in diesem Fall als Limiter drauf. Mit dem kann ich jetzt in der Abhängigkeit mit diesem vorhin erwähnten TT Dynamic Range Meter kann ich die endgültig wahrgenommene Lautheit einstellen und das Meter hier gegen Null laufen lassen oder je nachdem, wie es halt das Programmmaterial erfordert. Ist jetzt bei Filmmusik eben sehr dynamischer Musik auch nicht so zwingend. Aber gerade in Popmusik auf jeden Fall unbedingt zu machen, wie aus den eben genannten Gründen schon. Und ich würde also keinen Mix abgeben, wo ich nicht mit einer ähnlichen Masterkette arbeite. Limiter habe ich schon gesagt, ist einfach auch neben dem Soundtool muss man es einfach machen, um genauso laut zu sein wie auch das Referenzmaster vielleicht. Dann der Mastering EQ zählt sowieso einfach schon zum Mix mit dazu. Wenn man hier leichte EQ-Korrekturen macht, dann kann man die auch locker drin lassen. Es geht ja nicht um wirklich ganz schlimme Kurven. Ja? Also wenn ich hier jetzt, sagen wir mal, so eine Kurve hier drin hätte, so, das wäre schon ein bisschen komisch, wenn ich das auf dem Master hätte. Dann müsste ich doch nochmal, wenn ich das ausschalte, vergleichen und gucken, wo hakt es denn da im Mix. Also das kann ich jetzt schlecht hier im Mix so korrigieren. Und sollte das Ganze tatsächlich noch zu einem externen Mastering gehen, dann würde ich einfach nur diesen Schlusslimiter ausschalten. Dadurch wird mein Track im besten Fall wieder etwas leiser. Dann kann der Mastering Engineer diese letzten 3 bis 5 dB wieder drauf klatschen. Und ich schicke ihm dann sowohl mein quasi Hobby-Mastering als auch eben die Version ohne den Limiter. Wenn er noch mehr zu schimpfen hat, muss er sich halt melden. Aber meistens, also bisher habe ich da noch nie schlechtes Feedback irgendwie bekommen, was ich denn da alles in meiner Mastersumme gemacht hätte. Ja, so viel noch hier zu dem Exkurs. Genau. Damit sind wir auch, glaube ich, durch. Ne? Ja. Mal dann, herzlichen Dank fürs Zuhören, Dankeschön. Zuschauen und bis bald. Ja.